Wenn du verlassen wurdest, fehlt erstmal ein ganz wichtiger und großer Teil in deinem Leben. Und wie du dafür einen Ersatz findest, der dir auch noch gut tut, erfährst du in diesem Video. Mein Name ist Wieland Stolzenburg, ich bin Psychologe und Autor und ich begleite Menschen rund um Trennungen und freue mich mit dir heute ein wichtiges Thema zu beleuchten. Wenn unser Partner gegangen ist, fallen wir erstmal in ein Loch. Wir fühlen uns leer und das ist auch gut verständlich. Weil ganz viele Dinge, die uns vorher Freude geschenkt haben, die uns eine Sicherheit gegeben haben, sind weg. Und das sind ganz verschiedene Ebenen. Das ist einfach die Zeit mit dem Partner, die nicht mehr da ist. Die Sicherheit, all die Träume und Wünsche, die wir in die Zukunft mit ihm haben. Und es fühlt sich erstmal sehr leer an. Und ich möchte mit dir zwei Gedanken teilen, wie du diese Leere ein Stück weit füllen kannst. Und es ist wichtig, dass du dich mit deinen Gefühlen auseinandersetzt, dass du dich auch mal ablenkst. Doch dazu findest du andere Videos in meinem Kanal, darum geht es in diesem nicht, sondern ich möchte eben zwei Gedanken mit dir teilen, was du machen kannst, damit du wieder mehr einen Sinn für dich in deinem Leben siehst und dass dir ja Kraft, Vertrauen und Mut gibt. Und zum einen sind es einfach Projekte und Ziele, die du dir selber setzen kannst. Es ist so wichtig, wenn du so in so einem luftleeren Raum nach einer Trennung stehst und gar nicht weißt, wie geht es eigentlich weiter in meinem Leben, dass du selbst aktiv wirst und dass du dir selbst kleine oder große oder mittelgroße Ziele setzt. Und dafür hilft es einfach sehr, dass du irgendwelche Projekte angehst. Ob das ein kleiner Kräutergarten ist, den du dir auf deinem Balkon herrichtest oder dass du Gitarre lernst oder den Keller aufräumst, der schon lange dran ist. Und dass du dir wirklich das als Ziel setzt, in einem Tag das zu machen oder jeden Tag eine Stunde das zu machen, dass du für dich, ja, dass du dir selber diese Sicherheit und diesen Halt geben kannst mit einem Projekt, über das du einfach selbst verfügen kannst. Und das gibt ganz viel Halt und es gibt auch Selbstvertrauen und einen Selbstwert, weil du dann siehst, hey, ich kann das und ich kann was bewegen und ich kann auch raus aus dem Schmerz kommen und aktiv werden. Genau, der zweite Punkt geht ein bisschen tiefer. Wir sind ja alle in irgendeiner Form immer mal wieder an der Frage dran, was ist eigentlich der Sinn des Lebens und warum bin ich hier? Und darauf folgt dann die Frage, was möchte ich eigentlich mit meinem Leben und mit meiner Zeit anstellen? Und jetzt, wo du gerade viel Zeit hast und in einem Schmerzprozess bist, in einem Persönlichkeitsentwicklungsprozess, ist das der ideale Zeitpunkt, einfach mal zu schauen, was ist das bei dir? Und es gilt jetzt gar nicht, dass du deinen Beruf aufgibst und dich selbstständig machst morgens, das meine ich nicht, sondern dass du schaust, was für Möglichkeiten gibt es, dass du für dich wieder mehr einen Sinn siehst, für Dinge, die du machen kannst, wenn eben all die Zeit und all der Sinn aus der Partnerschaft nicht mehr existiert. Und das könnte zum Beispiel sein, und das erlebe ich bei vielen meiner Klienten, dass das Ehrenamt eine super Sache dafür ist. Dass du dich engagierst in einem Altenheim, mit den Menschen dort einmal in der Woche singst, oder du gehst in ein Naturschutzprojekt oder kümmerst dich um Tauben, die einen gebrochenen Flügel haben, keine Ahnung. Da weißt du am besten, was dir Freude macht und was es auch für Möglichkeiten in deinem Wohnbereich gibt. Das Gute ist, wenn du was für andere tust, für Menschen, für Tiere, für die Natur, bekommst du gleichzeitig unfassbar viel zurück. Und das Wichtigste, was du zurückbekommst, ist ein Sinn. Weil du dann siehst, du kannst was bewirken, du bist wichtig, du bist gebraucht. Und du bekommst automatisch von diesen Ehrenämtern einfach dieses Gefühl und dieses Feedback. Und gerade wenn der Partner nicht mehr da ist und wir dort nichts mehr zurückbekommen und auch das Gefühl haben, wir sind vielleicht nicht gut genug, weil wenn wir gut genug gewesen wären, hätte er uns ja nicht verlassen, hilft das unfassbar, diesen Wert dir selbst ja, zu schenken, indem du aktiv wirst und indem du in irgendeiner Form was mit Ehrenamt machst. Und was es dort gibt, verrät dir am besten das Internet, dass du einfach mal danach googelst, welche Möglichkeiten in deiner Stadt, in deinem Dorf vorhanden sind. Und das hilft auch, diese Verantwortung zu haben, wenn du weißt, jeden Donnerstag gehe ich 2 Stunden dorthin und mache das, hilft das dir auch aus diesem Leidenstrott und aus diesem ich hänge auf der Couch immer mal wieder rauszukommen.
Und ja, ich kann dich nur motivieren, probier es mal aus. Du kannst nichts verlieren und du kannst nur unfassbar viel gewinnen. Und du kannst eben Selbstbewusstsein gewinnen, du kannst neues Selbstvertrauen gewinnen, du kannst Mut und Vertrauen in die Welt gewinnen und du kannst wieder ganz viel bekommen, was gerade eben zu kurz kommt. Und dafür wünsche ich dir viel Spaß. Ich freue mich wie immer, wenn du einen Kommentar hinterlässt, wie es dir mit diesem Video ergangen ist. Vielleicht hast du auch eigene Impulse, dass du anderen Verlassenen ja mit auf ihren Weg geben möchtest. Und abonniere gerne den Kanal, wenn du weitere Videos von mir, ja, über weitere Videos informiert werden willst. Und soweit in diesem Video. Ich wünsche dir alles Gute.